Hast du dich auch schon gefragt, was ein Influencer so den ganzen Tag macht? In diesem Teil der Serie «Tage im Leben» von erfährst du das von den Bieri-Sisters aus Neuenkirch. Die beiden Fitness-Influencerinnen haben auf Instagram insgesamt über 500.000 Follower. Wir starten normalerweise unseren Tag mit einem Training. Wir machen jetzt heute ein Bandworkout. Wir filmen das auch gerade filmen, damit wir es später auf unser Instagram posten können. Am Nachmittag gibt es dann noch einmal ein Workout mit Gewicht. Und das ist dann wirklich einfach ein Workout für uns. Fitness war eigentlich schon immer unsere Leidenschaft, allgemein Sport. Und durch das, dass wir schon immer gewusst haben, wir wollen irgendwann selbstständig sein und etwas zusammen machen als Schwestern, das war unser Traum schon von Anfang an, haben wir nachher bei anderen Leuten gesehen, oder, wie sie, wo das ganze Insta aufgekommen ist, mit dem auch Geld verdienen und eben mit Sport, mit der Leidenschaft Geld verdienen. Und da haben wir gewusst, das ist genau das, was wir machen wollen. Und ja, jetzt sind wir da. Ich bin Anja Lapcevic, ich bin die Geschäftsleitung von Kingfluencers in Zürich. Wir arbeiten mit einer hauseigenen IT-Plattform, wo wir über 1500 kreative Köpfe, sogenannte Influencerinnen, Bloggerinnen und Content Creator, drin haben. Und jetzt freue ich mich darauf, euch einen kleinen Einblick in die spannende Influencer-Marketing-Welt zu geben. Unsere Kunden sind eigentlich genauso vielfältig wie die Schweiz. Wir arbeiten mit kleinen und ganz grossen Unternehmen zusammen, erarbeiten für sie authentische und kreative Konzepte und suchen dann in unserer Datenbank die richtigen Leute, die zu der Firma und zum Konzept, aber auch zum Produkt passen. Was ein Influencer verdient, das interessiert natürlich jeden. Da variieren die Gagen wirklich von Auftrag zu Auftrag, von dem, was muss gemacht werden, für wer, in welchem Umfang und natürlich auch von Influencer zu Influencer. Und da kann man wirklich von Gagen ab 550 bis 1500 oder 2000 Franken rechnen. Und um in dieser schnelllebigen Zeit nachhaltig erfolgreich zu sein, ist es extrem wichtig, sich selber, seine Community und auch seinen Auftraggeber gegenüber authentisch und glaubhaft zu bleiben. Das heisst auch, dass man sich stetig muss selber hinterfragen, die Aufträge hinterfragen und auch den Mut haben, Nein zu sagen. So, und das war jetzt von mir. Noch 3, 2, 1, geschafft. Yes! Wir kochen eigentlich immer frisch. Das ist uns sehr wichtig und es ist auch so ein kleines Ritual. Und durch das, dass wir unseren Tag einteilen können, wie wir wollen, planen wir uns das immer so ein, dass das rein mag. Viele fragen sich natürlich immer noch, was macht so ein Influencer überhaupt den ganzen Tag? Es ist natürlich so, dass wir eine ganz normale Routine haben, von der Planung her, mit unseren Coachings, mit unserem Content, den wir produzieren müssen, bis zum Aufladen etc. Das nimmt alles seine Zeit in Anspruch. Und man kann es natürlich anschauen, wie man will. Oder? Entweder ist man immer am Arbeiten oder man hat immer frei. Aber schlussendlich muss ich einfach sagen, wir machen das, was wir lieben. Die Leute kritisieren dich immer. Entweder machst du das, was dir gefällt und sie kritisieren dich, oder du machst halt etwas, wo du probierst, ins System passt und sie kritisieren dich trotzdem. Und wegen dem, ja, wir machen einfach das, was uns gefällt und dann ist das so gut und wir müssen eigentlich niemandem etwas beweisen. Also, ich habe ihr jetzt den Ernährungsplan und den Trainingsplan geschickt vor einer Woche. Sie hat das seit einer Woche jetzt gemacht. Ein grosser Teil von unserem Business ist unser Online-Coaching. Unter anderem haben wir es mit dem vor 2 Jahren geschafft, uns selbstständig zu machen. Und in diesem Online-Coaching ist eigentlich alles dabei, über Ernährung, Fitness und aber auch mentale Stärke. Nebenbei haben wir aber auch noch Marken, die wir zusammen arbeiten. Für die machen wir Posts, um Werbung zu machen. Das mit dem Post ist so eine Sache. Wir haben schon so viele Posts gemacht in unserem Leben, seit wir Insta haben. Und es ist eben, braucht manchmal auch ein bisschen Glück dazu, eigentlich, dass so ein Bild gut läuft.
Wir sind dann natürlich immer noch am Hoffen, hoffentlich erreicht es möglichst viele Leute. Und das Einzige, was man eigentlich beeinflussen kann, ist einfach, dass die Qualität hoch bleibt vom Post. Also dass eben, wenn man ein Video postet, dass man dann dort einen Mehrwert mitgibt, dass die Leute etwas lernen können, dass sie nachher trainieren können, zum Beispiel die Übungen, die wir machen. Und ja, das ist auch so ein bisschen unser Ziel für die Zukunft, dass möglichst viele Leute sich irgendwie an uns inspirieren können und wir sie positiv beeinflussen können. Super, dann schauen wir mal, wie viel das nachher trainieren. Ja, voll. Sehr gut. Radio Pilatus.